Ja, Friedl sind die ehemalige Römerstraße und auf der anderen Seite haben wir sehr viele Obstbaumseilern auf dem Weg und es ist auch zum Großteil alter Schule- und Kirchenweg. So, wir gehen jetzt auf dem ersten Teilstück vom Römerweg nach dem Haus Nummer 38 im Markt, nach rechts hinunter. Dieser Weg hat den Namen Schürgenweg. Diese Obstbaumzeiler sind bei uns in der Strengberger Gemeinde noch relativ, gibt es noch relativ viele. Diese Bäume sind früher gesetzt worden entlang der Grundgrenze und das heißt der sogenannte Neidzeiler. Wenn wir jetzt herunter zu der Wegkreuzung kommen, gehen wir nach links und biegen dann beim Bauernhof Kirchweger nach rechts ein und überqueren den Musterhortnerbach. Jetzt geht der Weg über den Hünrücken, der sogenannte Schrappmöd. Man hat da wieder einen herrlichen Ausblick nach Strengberg. Wir gehen jetzt durch den kleinen Wald hinaus. Und gehen jetzt den Weg hinunter bis zur Landestraße. Da biegen wir wieder rechts ab, gehen dann links in die Unterramsau. Dort haben wir eigentlich das erste markante Ziel, der römische Grabstein, der was beim Bastelbauer gefunden worden ist. Also der Grabstein ist im Jänner 1917 gefunden worden bei Grabungsarbeiten für eine Wasserleitung. Auf dem Stein ist die Inschrift eines italienischen Soldaten, der den Stein machen hat lassen für seinen Sohn, der mit 14 Jahren gestorben ist. Zurück bis zur Landesstraße, links weiter in die Oberramsau. Da haben wir jetzt eigentlich den Beginn der ehemaligen historischen Römerstraße. Wir biegen jetzt auf dem Weg wieder links hinein bis zum Bauernhof Braunsberg. Wir gehen dann den Weg weiter in die Oberramsau. Wir gehen jetzt mit unserer Enkelin ein kleines Stück von dem Schulweg, den ich damals in früheren Zeiten zu Fuß nach Strengberg jeden Tag gegangen bin. Man sieht da auch noch heute eine Schülerin, die was diesen Weg als Schulweg benutzt. Wir sind jetzt in Masing und gehen den Weg dann weiter über die Kreuzung der Landesstraße. Vor uns ist eigentlich schon wieder Strengberg und der Weg führt jetzt wieder zurück zum Ausgangspunkt.